Guten Abend vom fünften Tag von der Formula Student East. Ich melde mich quasi direkt nach der Endurance. Wir hatten einen sehr vollen Tag, haben heute Morgen wieder um 7 Uhr in die Pits geschoben, um die letzten Vorbereitungen auf die Endurance zu erledigen. Die Jungs aus den Vehicle Dynamics haben herausgefunden, dass wir noch Probleme mit dem rechten Motor vorne haben. Das haben wir dann heute Morgen noch gefixt. Die drei ETs haben ordentlich reingehauen. Wir konnten die Probleme lösen und waren dann auch mit ein bisschen Verspätung bereit, uns anzustellen für die Endurance. Das Ganze war dann kein Problem, weil sich die Endurance sowieso etwas verzögert hatte, da ein der Verbrenner ein wenig Öl verloren hatte. Das Ausdauerrennen, das 22 Kilometer lang dauert, haben wir dann gut begonnen, haben gute Zeiten gesetzt, die denen im Autocross von gestern durchaus ebenbürtig waren. Mit der Zeit haben wir dann, um auf Nummer sicher zu gehen, ein bisschen Tempo rausgenommen, damit wir die Endurance dann auch die kompletten 22 Kilometer lang durchstehen können. Das hat alles wunderbar geklappt. Wir sind super stolz, dass wir die Endurance vollständig fahren konnten. Im Rescrutineering hat dann auch alles geklappt. Alle weiteren Tests, die dort durchgeführt wurden, haben wunderbar geklappt. Das heißt, wir können jetzt sicher sein, dass wir alle Disziplinen inklusive des Ausdauerrennens alle erfolgreich abgeschlossen haben. Wir wissen bereits, dass die statischen Disziplinen sehr gut abgeschlossen wurden. Wir haben jetzt ordentlich Punkte in den dynamischen Disziplinen gesammelt. Und vielleicht hört man es, dass meine Stimme schon ein wenig angeschlagen ist. Wir haben auch schon ordentlich gefeiert. Wir werden jetzt erstmal die Pits abbauen, werden das Auto sicher verpacken, damit wir dann in Wien mit dem E-Wagen weiter vorbereiten können für die nächsten Events. Das Gleiche wird passieren mit dem Driverless-Wagen, der Richtung Italien fährt. Auch da wollen wir natürlich in den nächsten beiden Events, die wir besuchen, auf jeden Fall auf den Track, wollen auf jeden Fall auf die Strecke und wollen dort auch alle Disziplinen fahren. Und danach geht's rüber, zurück auf die Campsite, wo die Awards-Ceremony auf uns wartet. Dort werden dann die Preise verliehen und während wir wissen, dass es in statischen Disziplinen schon das ein oder andere geben sollte, hoffen wir, dass es dann auch insgesamt für eine gute Platzierung gereicht hat. Ganz besonders möchten wir uns bei allen Unterstützern bedanken, die uns aus der Ferne unterstützt haben. Uns haben sehr viele Nachrichten erreicht, per Handy, per Mail, wirklich auf allen Kanälen, per Anruf. Wir sind sehr, sehr stolz, dass sich die ganze Arbeit aus dem letzten Jahr gelohnt hat. Und jetzt wollen wir einfach nur noch Gas geben, die Nacht feiern und freuen uns auf die nächsten Events mit all der Unterstützung, die aus Aachen, die aus ganz Deutschland und teilweise auch aus Europa kam. Danke an alle. Second place.